Brustrecht. Und es ist so, dass Frauen als stark bezeichnet werden und Männer als gelbe Stecher, wenn sie viele Sexualpartner haben. Und es ist auch so, dass Feministen immer wieder dieselben drei widerlegten Thesen bringen. Frauen verdienen weniger als Männer, Frauen werden öfter vergewaltigt, Frauen sind schlampen, wenn sie viele Sexualpartner haben. Ach ja, und sexuelle Belästigung betrifft auch nur Frauen. Das sind sogar schon 4 Punkte. Lässt sich die heutige Jugend wirklich so leicht verarschen, dass das keinem deiner Zuschauer auffällt? Das sagt etwas über dein Publikum und YouTube Deutschland im Allgemeinen aus, wenn solche Videos einfach hingenommen werden. Aber dafür bin ich ja jetzt da. Ja, und dann viele sagen auch immer, wieder denken so, das ist mir schon klar, Leute. Aber immerhin noch ein großer Teil unserer Gesellschaft denkt so. Und wisst ihr, welcher Teil mich besonders traurig bei dieser Gesellschaft macht? Frauen, die sich Antifeministen nennen und Slutshaming betreiben und einfach nur rückwärts laufen, was diese Bewegung angeht. Natürlich nennt uns dieser Komiker auch für diese Behauptung nicht mal mehr ein einfaches Beispiel von so einer Antifeministin. Nichts, aber auch gar nichts in diesem Scheißvideo hast du belegt. Außer deine Zähne vielleicht. Und zum Schluss möchte ich noch über Männer reden. Ich weiß, dass ihr genauso mit Gender Roles und Klischees zu kämpfen habt. Einen Scheißdreck, weißt du, Mel. Du hast es ja nicht einmal hinbekommen, dich in deinem eigenen Beispiel in einen Mann hineinzuversetzen. Heuchler. Heftig. Und ich weiß auch, dass ihr euch teilweise echt ungerecht behandelt fühlt. Das ist natürlich der große Unterschied zwischen Männern und Frauen aus deiner Sicht. Frauen werden tatsächlich ungerecht behandelt, aber Männer, die fühlen sich natürlich nur so. Deshalb braucht man so nicht so ernst nehmen, nicht wahr? Und jetzt nur, ich bin Frau, deswegen kann ich mir viel also mit Frauenproblemen identifizieren. Trotzdem habe ich eine hoffnungsvolle Botschaft für euch. Dann geh ich mal bitte mit deinen Problemen identifizieren und lass uns mit diesem dummen Gelaber in Ruhe. Danke. Feminismus bedeutet nicht die Unterdrückung von Männern. Ich als Feministin finde Männer trotzdem noch toll. Ich bin auch keine Bedrohung für euch da, auch wenn mein Bizeps ziemlich groß ist. Sieht doch groß aus. Keine Sorge, Arnie, von deinem Bizeps hat niemand Angst. Es geht eher darum, dass du keine Seele besitzt. Das ist die Hoffnung. Das ist das Licht der Hoffnung, das hier reinstrahlt. Auch hier liegst du wieder daneben. Das ist ein Blitz aus Afrika, weil jemand versucht hat, dich mit Hilfe von schwarzer Magie mit einem Blitzschlag zu treffen. Aber hat das Ganze wohl ziemlich verkackt. Schade eigentlich. Gesellschaftlichen Problemen weniger werden. Aber vor allem möchte ich, dass wir Frauen erstmal auf das gleiche gesellschaftliche Level hier hochkommen. Und wenn das erstmal so weit ist, können wir uns gegenseitig bestärken und das Level komplett angehen. Was habt ihr eigentlich mal mit diesem dämlichen Level? Unnötigste Metapher überhaupt. Wo soll das Level denn noch hingehen? Mehr als gleichberechtigt geht nicht, Fräulein. Ja, wir brauchen Feminismus. Und ja, ich bin Feminist. Oh doch, da geht noch was. Das ist keine Krankheit. Du bist auch nicht schlecht. Feministin ist cool. Weder du noch der Feminismus, den du vertreten willst, ist cool. Ein riesiger, lächerlicher, Haufen dampfender Feminazi-Scheiße ist das. Und das stimmt gewaltig, sag ich dir. Ich bin raus. Feminazi. Danke dir.